Besucher sollten angemeldet und anschließend sofort entfernt werden. Genau, dich entferne ich auch bald, wenn das so weitergeht. Willkommen zurück in Upper Etching. Wir haben Campus-Anforderungen für das nächste Studienjahr. Die müssen wir jetzt natürlich umsetzen. Budget ist jetzt ganz gut im Moment. Ein Tonstudio wollen wir bauen und wir müssen noch einen Musikalitätsdozenten einstellen. Alles jetzt keine großen Probleme und dann werden wir es heute sicher schaffen, den ersten Stern zu bekommen. Also, legen wir los. Guck mal, wo wir jetzt Platz für das Tonstudio haben. Hier neben ist ja noch ein bisschen Raum in dem Gebäude übrig. Jetzt ist die Frage, ob wir das halt hier in die Ecke reinkriegen. Schauen wir jetzt einfach mal. Und da bauen wir einfach mal ein neues. Wir nehmen jetzt mal nicht den Blueprint, den wir haben. 4x4, das ist schon mal alles perfekt. Das geht gut und ich würde aber sagen, wir gönnen uns ein bisschen mehr Platz hier. Denn davor geht eh nicht mehr viel. Das machen wir schön groß. Und dann machen wir den Eingang. Wo ist er denn? Für? Ach so, hier das Keyboard, ey. Boah, muss man aber auch lange suchen. Hier mal auf diese Seite. So. Und dann schauen wir, was wir Schönes haben. Wir haben hier unseren Streicherstand. Den finde ich ja immer noch super, weil es gar keine Streicher sind. Aber wir wollen ja nicht so genau sein. So. Wo stellen wir dich hin? Ja, hier neben die Tür. Ne? Und dann haben wir Aufnahmekabine. Die kriegt ein bisschen einen prominenteren Platz hier. Ah, gehen wir mal in die Ecke rein. Wir brauchen noch unsere Musiktafel. Die passt wunderbar dahin. Und dann haben wir noch unsere Tritt- und Schlagzeuge. Ah, das ist aber nett von dir. Danke, dass du das sagst, meine Teuerste. So, wie kriegen wir hier noch ein bisschen Flair rein? Ein paar Fenster. Ja, passt mal auf. Hier kann man auch mal rüber gucken, ne? Das schadet nicht. Dann sind wir schon mal auf Stufe 4. Dann nehmen wir noch ein paar Poster mit. Ihr hört Ricky Hawthorne. Nee, wir hören wieder die andere Kuh, würde ich sagen. Sie hören Radio 2 Point. Ich bin Ricky Hawthorne. Und so. Ich trage heute gleich zwei Kopfbedeckungen. Meine normale DJ-Kappe und meine Kochmütze. Klingt verrückt, hat aber einen guten Grund. Ich werde Sie nämlich auf eine kulinarische Reise entführen. Oh, bitte nicht. Mit dem Ziel, die feinsten Speisen und schönen Counties zu finden. Hier mal ein bisschen die Ansicht. Ein hungriger Mann und sein Auto. Sehen wir das ein bisschen besser, was wir hier machen. So alt wie die Zeit. Teppich Nummer 1. Teppich Nummer 2. Und dann nehmen wir den gerade nochmal. Obwohl, wisst ihr was? Der hier muss doch hier rein, oder? So machen wir das. Was haben wir denn noch? Hier haben wir doch noch diese Poster. Ja, Coverkunst. Also schöne Plattencover als Posterformat. Die kriegen natürlich auch noch ein bisschen hier Platz in dem Ganzen. Das hier auf jeden Fall noch. Was haben wir denn da noch? Hygiene, das interessiert uns mal nicht. Hygiene interessiert uns ja sowieso nicht. Wir sind ja hier Studenten, ne? Die Gitter, die brauchen noch ihren Platz. Jawohl, hier. Schön prominent zum Draufgucken, wenn man drauf zuläuft. So. Haben wir noch was Schönes? Was ist denn das hier? Ein Mischpult. Ja, 200 Kudosch, die haben wir leider nicht. 100 Kudosch haben wir auch nicht. Aber wir haben Platz für sowas. Gut, dann lassen wir den Raum erstmal so auf Stufe 6. Ist das ja schon mal was. Tonstudio steht. Der Dozent wird eingestellt. Musikalität Stufe 1 ist wenig. Stufe 3 ist natürlich gut. Der Rumtrödler Sahara-Mund ist aber dann leider doch raus. Blink ist schon mal besser. Musikalisch wäre toll. Schwache Blase, ekelhaft wollen wir nicht haben. Von blind, blitzblank, nö. So, dann bist du's. Starte ein Studienjahr. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir hier was machen können. Wir könnten ja auch bei der Gegenkulturwissenschaft nochmal upgraden.
Aber nee, ich denke mal, hier müssen wir noch ein Level höher gehen. Ja. Und dann checken wir einfach mal, ja, wir heben uns die 25 auf, wie viele Studenten wir im nächsten Jahr haben. Das sind 77 geteilt durch 5. Ha. 16 Betten ungefähr. So, ja, wir verdienen nicht genug Geld, ist mir auch vollkommen egal. 16 Betten. Mein Gebäude ist ganz woanders, das ist hier hinten. So, hier haben wir 16 Betten. Alles klar. Folgejahr starten. Und wenn es dann im nächsten Jahr mehr werden, müssen wir nochmal anbauen. Aber wir können ja hier auch tatsächlich noch was reinzimmern. Wir haben aber auch noch kein Studierendenzentrum. Müssen wir auch mal dran denken. Campusstufe müssen wir erhöhen, um den Stern zu bekommen. Insofern würde ich sagen, bauen wir doch mal ein paar Gebäude oder ein paar Räume. Die kulinarische und die reale Welt haben warte, viel gemeinsam. Wir haben ein Studierendenzentrum, wir haben keinen Aufenthaltsraum, ne? Und das haben wir nämlich, alles davon klar. Habe ich heute gleich mehrere verpasst und der hier fehlt. Meilen vom Kurs abgekommen. Immerhin kann ich von meiner ersten Speise berichten. Einem Wunder aus Blätterteig und etwas, das ich für Fleisch hielt. Eine butterige, wurstähnliche Materie mit einem Hauch von lufterfrischer Aroma. Ein unerwartetes, gefährliches Vergnügen, das in der Mitte noch etwas kalt war. Ja, wir machen jetzt erstmal hier einen kleinen hin, oder wisst ihr was? Nö. Was soll das denn? Wir können den doch größer machen. Wir haben doch Platz hier, oder? Achtung, erst einschreiben. Studieren. Ah, wir nutzen den Platz. Was soll das denn hier? Du bleibst. Ne, du bleibst da. Und wir machen das hier in die Richtung noch ein bisschen größer, ne? So, perfekt. Und dann kriegen wir hier zur Not noch Duschen und so ein Krimskrams hin. Wenn das überhaupt jemand haben will in dem Laden. Ich weiß nicht, ob die das hier alle wertschätzen. Also dann. Machen wir hier mal. Ach, am Eingang machen wir den Küchenbereich, ne? Das ist doch was. Hier, Küche, Mikrowelle, Waschbecken, Arbeitsfläche. Hier drüben machen wir sowas wie einen Kühlschrank mal hin. Ghetto-Blaster braucht man natürlich auch, wenn hier gekocht wird. Auf jeden Fall ganz wichtig. Und was noch? Eine Couch zum Zugucken, ne? So, hier hinten. Kommt. Und sage, hallo. Hallo. Der Kicker kommt hier hin. So. Der Spieltisch. Will nicht, dann machen wir das so. Der Tisch geht hier auch noch hin. Ja, das passt noch. Und dann haben wir auf jeden Fall hier hinten ordentlich Ausbaureserve. Hier der DJ-Tisch. Der. Ich bin heute schon wieder mit den Fingern auf den falschen Tasten, weil ich im Kopf noch beim falschen Spiel bin. Ich habe nämlich gerade noch was anderes gezockt hier vor. Machen wir so und dann ist das auch okay, ne? Ja, aber. Nee, das gefällt mir nicht. Machen wir so und dann kommt hier hinten lieber nochmal ein Tisch hin. Nicht ganz so eng, eher da. Tanzfläche gibt es hier nicht in dem Raum, ne? Nö. Dann können wir uns auch hier beschallen lassen. Jawohl. Was haben wir noch Schönes? Teppich. Ja, natürlich. Kommt auch. So. Start. Wenn Sie mich wunderbar. Fragen, hat Hogsport die besten Milchshakes im Two-Point. Und dann machen wir Automaten hin. Im Oily Cormorant gibt es den traditionellen Maltshake im Lederstiefel samt Salz und Essigei. Eine unschlagbare Kombination.
Milchshakes sind eine große Tradition. Sie liegen uns einfach im Blut. Ich musste sogar mal behandelt werden, nachdem ich ein Dutzend Shakes verzehrt hatte und der Eiscreme-Gehalt meines Blutes auf 60% gestiegen war. Was haben wir gelacht? Wir brauchen Rudolf hier, ne? Müssen wir mal sehen, wie wir drankommen. Roderick Poster. Ja, das können wir platzieren, dann machen wir das doch. Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Ja, ach, Quatsch. Stell dich doch nicht so an. Okay. B plus ist der Durchschnitt, das ist schon mal gut. Das heißt, wir sind schon relativ gut am Start, wenn das mal irgendwie bei einer weiteren Stufe als Anforderung kommen sollte. So. Ja, Kerl im Insektenkostüm hat keiner bestellt. Nein. Wie kriegen wir jetzt die Stufe noch hoch? Ich würde sagen, wir investieren einfach mal in ein neues Gebäude. Wo haben wir denn noch was? Hier. Das ist natürlich mal riesig. 85.000, das bringt auf jeden Fall den Wert gleich hoch. Würde ich sagen, oder? Machen wir. Ja. Wenn wir die Kohle haben, dann machen wir das. Aber jetzt fehlen tatsächlich Kudosch. Wo kriege ich die jetzt mal kurzfristig her? Das weiß ich gar nicht so genau. Naja, dann werde ich das nicht erfüllen können. Ist nichts los in der Vorlesung? Frechheit. Ach, guck mal, jetzt endlich hier. Mal noch reingucken, wie geil ist das denn? Was für tolle Maschinen hier. Ich finde das echt mega. Ja, Mischpult, tut mir leid. Ich hab's verstanden. Haben wir aber nicht. Ist nicht drin. So, was ist hier los? Ah, gerade so plus gemacht. Der Campus wird erweitert. Sogar noch mehr als gewöhnlich. Ja, aber tatsächlich bringt das natürlich keine Campusstufe, weil es ja nur, ich sag mal, Cash umwandelt in Vermögenswert. Es wird ja nicht insgesamt mehr, sondern die steigt ja tatsächlich. Ja doch, Gebäudeeinrichtungen hinzufügen. Doch, ja. Also kriegen wir schon hin. So. Lag ich doch falsch. Wird natürlich mit dem Gebäude dann doch erweitert. Was ist hier? Guck mal. Wir haben ein bisschen Raum nach hinten. Das hat echt keiner von euch gesehen. Dann machen wir das mal so. Ziehen das hier hin. Hier ist das Sportzentrum, hier sind aber keine Duschen. Das ist ein bisschen skandalös. Wir haben insgesamt noch keine Duschen, ne? Sie hat es ja schon ein paar Mal betont. Hier, guck mal, das ist auch ein bisschen zu wenig Platz in der Bibliothek. Also, wo kriegen wir jetzt noch Duschen? Toiletten haben wir hier. Toiletten könnten wir auch hier nochmal ein paar bauen. Ja, ich glaube, das wäre schon nötig, oder? So, wir kriegen aber den Eingang hier nicht versetzt. Das ist jetzt für den Platz ein bisschen ein Thema. Ja, dann geh doch. Das ist jetzt nicht mein Problem. Also, Toiletten, Badezimmer. Das ist natürlich jetzt echt mal platzraubend, auch wenn wir das hier so machen wollen würden. Ist das zu eng? Nun. Also. Ist halt einfach nicht hübsch hier an der Ecke, ne? Also hier, das Gebäude. Keine Toiletten, nein. Aber dann müssen wir auf jeden Fall hier drüben was hinbauen. Das nicht zu knapp. Also machen wir das so. Badezimmer hier, 2x2.
kommt dann eben die goldene Toilette, ne? Zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Und dann gibt's Waschbecken. So. Desinfektion, jawohl, das machen wir auch. Und noch eine Dusche daneben. Ja, wisst ihr was? Das machen wir jetzt so ein bisschen. Ein bisschen schöner. So, Handtuchhalter noch. Hausmeister bei den Bitsis benötigt. Okay. Desinfektion brauchen wir nicht. Wir kommen gerade aus der Dusche. Alright. Stufe 13. Da geht noch immer ein bisschen was. Da ist noch Raum. Insofern stellen wir jetzt auf jeden Fall nochmal Automaten auf. Und jetzt hier machen wir natürlich auch die teuren. Jetzt haben wir zwar hier hinten die billigen drin. Aber irgendjemand wird auch ein bisschen drauf reinfallen und teure Zeug kaufen, oder? Ja, wir bieten hier vorne das teure an. Und checken mal, ob die Leute vorne oder hinten einkaufen, ein Mülleimer muss natürlich rein. Genau, unsere nördlichen Nachbarn kennen sich wirklich in der Küche aus. So, und dann haben wir das. Von Eintöpfen und Eingemachten über fünflagige Sandwiches bis hin zu den tollsten Pies. Kalte Hände machen einfach das gewagteste Gebäck. Und da drüben ist es wirklich eiskalt. Die Party, die richten wir ein. Sind Aal und Bergkräuter. So schnell wie möglich. Vom Volk der Yetis muss man einfach probiert haben. Clown-Kommode. Ja, gut, also mal ganz ehrlich. Wir sind hier nicht an der Comedy-Uni. Aber gut, wir bauen es halt, wenn es gewollt ist. Crazy Taxi Automat. Ja. 5000. Der passt auf jeden Fall noch. Irgendwo hier hin. So, was haben wir noch? Two Grace Event. Natürlich gibt's auch. Werde ich wieder pleite, oder? Das ist doch wieder echt alles viel zu viel. So, hier, die Kudosch, die säckeln wir ein. Aufenthaltsraumparty machen wir auch natürlich. Mega. Was wir unseren Studenten alles gönnen, das ist unfassbar, oder? Was haben wir noch? Das Goth-Bücherregal. Hallo, Leute, wir sind, ich möchte es betonen, an einer Musikuni. So, Goth-Bücherregal. Hier könnten wir noch eine Bib davor hauen. Vielleicht. Nicht Zimmer kopieren, nein, vielleicht. Bearbeiten wir das nochmal, setzen die Tür hier rüber. Könnten wir. Moment mal. So, ich hatte gerade ein kleines Problem mit meiner Tastatur. Machen wir nochmal. So, ei, das ist aber auch irgendwie blöd hier. Jetzt setzen wir die Tür um. So. Der Raum bleibt aber im Wesentlichen so. Und dann, ja, wunderbar hier. Bauen wir hier noch irgendwie eine Bibliothek hin. Und nutzen den Platz, den wir haben. Ist auch wieder nicht sehr groß. Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Upsala. So, da geht's da hinten klammheimlich nochmal unserer Seelsorge. Oder was ist das hier hinten? Ja, das ist unsere Seelsorge. Statt dieser Mülleimer, wie kommen wir denn da dran?
So. Dann machen wir die Tür von vorne. Und die Sachen, die wir mindestens brauchen. Die Rezeption. Und noch ein Stück rüber. Das geht. Machen wir das so. Die riesige Rezeption brauchen wir nicht. Das Regal nehmen wir noch mit. So, was haben wir denn alles? Wir haben die Computerkabine. War ich so ausgehungert, dass ich von meiner Küchenecke Gebrauch machte und gierig ein paar Scheiben Toast verschlang. Nach einem Spaziergang stellte ich verblüfft fest, dass die Krümel entkrümelt, das Bett gemacht und das WC blitzsauber war. Alle Lebenszeichen waren wie fortgespült. Ich fragte mich, ob ich wirklich dort war und zweifelte sogar kurz an meiner Existenz. Und was haben wir denn hier noch Schönes? Haben wir irgendwas für die Musik? Das ist alles Sport. Das ist Magie. Gegen Kulturwissenschaft. Ja, da kommen wir der Sache schon mal näher. Musik. Nöne. Gastronomie. Da, Musikalität, bitte. So, und dann nehmen wir die Gegenkulturwissenschaft noch dazu. Was haben wir denn hier noch? Helmvitrine. Jawohl. Haben wir noch schöne Sachen hier, die irgendwie zum Thema passen? Wir gucken noch mal rein. Ja, natürlich, wir können hier noch ein paar Poster aufhängen. Ist aber nicht das, was ich meine. La, dich nehme mit. Geh die da hin? Jawohl. Internetgeschichte. Gut, bleibt jetzt erstmal so. Alles klar, ein bisschen wirr das Gebäude, aber das kriegen wir auch noch irgendwann schön hin. So. Jetzt sind wir im März, noch bis Juli. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann Bilanz, die haben wir gesehen. 100 Kudos freischalten und platzieren. Ein Klavieronom, jawohl, das muss ins Tonstudio. Ah. Dafür müsst ihr jetzt wahrscheinlich ein Poster weg. Nee, kann hängen bleiben. Wunderbar. Romantischer Film. Machen wir auch. Passt auch noch rein ins Semester. Perfekt. So, Roachburger hat geliefert. $10,000, 10 Kudosch. Der Orbi-Brunnen ist jetzt nicht drin, tut mir leid. Und das haben wir doch sowieso schon irgendwie eingeplant. Das Rahmenkiosk. So rum bitte, ne? So. Und da fehlt jetzt irgendwie schon so ein bisschen noch ein Assi, oder? Ja, wir haben schon einige, aber... Fass ohne Boden, ekelhaft, schwache Blase, nein. Karl Chutney, was ist mit dir? Sahara Monton blind. Reicht mir schon, wenn ich das lese. Erste Hilfe, Bibliothek, blitzblank, tonnenblind, knapp vorbei ist auch daneben. Viel zu teuer, tut mir leid. Oh, hat aber Skill. Nee, ist aber ein bunter Hund. Tut mir leid. Maisie Galaxy, blitzblank. So, hier. Du bist dabei. Aufgaben. Klinikbibliothek, Studierendenzentrum. Na, hier Klinik und Imbiss, ne? So, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir noch die Campusstufe ein bisschen hinbiegen. Ich würde es gerne noch schaffen heute. Frage ist, wie machen wir das? Vielleicht können wir hier drüben... ein Grundstück gekauft? Ich bin noch nicht blöd. Ich habe doch 85.000 ausgegeben. Wo ist das denn hin? Gucken wir nochmal. Gehen wir nochmal alle durch. Der Campus bietet den Studierenden medizinische Versorgung zu mehr.
theoretisch. Gut, wir probieren mal ein Gebäude zu bauen. Vielleicht ist das jetzt einfach das Ding. Ich kann das gerne anklicken hier. Ja, das würde gehen. Machen wir doch mal ungefähr so die Größe hier wie das. Nummer 1. Es kriegt einen Eingang irgendwo hier vorne. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier auch so ein bisschen Weg gebaut bekommen. So ähnlich wie hier. Oh, wie war der Wegebau nochmal? Das war das hier. So, das schaut jetzt schon mal nicht schlecht aus. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ist das nicht wunderbar? Ja, wunderbar. Okay. Wir brauchen es nur für nichts, das Gebäude im Moment. Ei, wie kann ich den wieder abreißen? Wie ging das denn jetzt? Hier, so, ne? Alright. So, Stufe 14. Halten wir uns noch ein bisschen ran, dass wir irgendwie Stufe 15 noch kriegen. Wie machen wir das? Also natürlich haben wir hier ein bisschen Reserve. Hier nochmal weitere Schlafzimmer, die brauchen wir sowieso demnächst. Also bauen wir die auch jetzt schon mal. Und da haben wir es. Jawohl, ja. Upper Edging, erster Stern. Ihr Campus glänzt mit außerordentlicher administrativer Harmonie, wobei jedes Element sich wohl Klang als auch stilvoll mit dem nächsten vereint. Es ist eine Schande, dass ihre Studierenden da bei dem Gejaule, was sie Musik nennen, nicht ebenso viel melodisches Verständnis an den Tag legen. Ja, eine Schande. Ach, es tut gut. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. Ach was? Nee, gut. Aber wir könnten jetzt ja auch das hier mal rausziehen. Ich hoffe, die heutige Sendung hat Ihnen genauso gefallen wie mir die Reise durch unser wunderbares, mysteriöses County. Meine Schilderungen haben mir richtig Kohldampf gemacht. Zum Beispiel hierhin. Also öffne ich jetzt den Kühlschrank und beschmiere das Erste, was ich finde, mit Mayonnaise. Ricky Hawthorne sagt Tschüss. Das ist auch mal eine Maßnahme. Und dann lauen wir uns mal die Toilette hier. Die passt nämlich jetzt wunderbar noch hier nebenhin. Verdiene 500.000, das ist ja wohl mal einfach, ne? Und dann gucken wir ganz schnell noch, was hier beim zweiten Stern von uns verlangt wird. Ich glaube aber, den machen wir mit links. So, durchschnittliche Note auf dem Campus ist A. Wir haben ein B+, das reicht noch nicht ganz. Zimmer der Stufe 6, das kriegen wir ganz einfach hin. 100 Studenten nebenan, Events-Teil. Oh Gott, ist das einfach. Der zweite Stern, der wird richtig easy werden. Wollte das eigentlich hier hinbauen. Egal. Machen wir das halt jetzt. Ne, wir machen das anders. Wir bauen eine neue Toilette. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Duschraum hier. Eine Toilette reicht, würde ich sagen. So, Eingang hier. Drei Schüsseln. Einmal Waschbecken. Einmal das. Einmal das. Und dann ist schon wieder alles gut. Und dann hätten wir hier einen Platz für Nachhilfe. Nachhilfe haben wir nämlich noch gar nicht, aber wir brauchen sie. Oder würden sogar zwei Nachhilfezimmer hinpassen? Naja, das machen wir doch. Ja, machen wir. So, hier direkt nebens Eishaus, auf gut Deutsch gesagt. Also hier eine Tafel. Durchsage, gesunder Körper, ein Schreibtisch. Geist. Ja, das stammt von mir. Ach, echt jetzt? So, Bücherturm.
Das Ding hauen wir halt einfach mal nicht auf Stufe 6. Da reicht mir ganz wenig, muss ich sagen. Da bin ich total schmerzfrei. So. Und die nehmen wir mal hier hin. Kopieren dieses Räumchen mal. Ah ja gut, dann gehen natürlich die Fenster wieder flöten, ne? Ach wie blöd, okay. So, wir haben aber jetzt Nachhilfe und wir hätten tatsächlich... Ne, hier ist die Tür. Ah, die können wir umbauen. Wir hätten hier noch Platz für einen dritten Nachhilferaum. So, Events, ne? Das ist das. Das müssen wir jetzt mal demnächst einstellen. Im nächsten Semester. Stufe 6 Zimmer ist ganz easy. Das kriegen wir auch hin. Ja. Dann bin ich ja total entspannt. Da haben wir alle Zeit der Welt. Was machst denn du hier? Ach, wie cool. Übt einfach ein bisschen. Das finde ich ja mega. Gut. So. Geld verdienen, das läuft ja fast von alleine hier. Wir könnten hier nochmal Automaten hinstellen, wenn wir schon da sind. Jetzt aber heute nur die teuren. Jawohl. Und dann brauchen wir auch Mülleimer. So viel sei mal klar. Und wenn wir Mülleimer haben, brauchen wir auch nochmal einen Hausmeister mehr, der die leert. Drei Hausmeister für dieses ganz große Gelände ist schon echt zu wenig. Bitte jemand, der fähig ist. Saharamund, naja, nehmen wir nicht mit. Das Studienjahr ist fast nehmen wir auch nicht mit. Nur, falls ihr es nicht bemerkt habt. Das ist gut. So. Stufe 16. Hier checken wir noch einmal gerade, was geht. Tromp. Orgel, auch Kudosch, das geht jetzt nicht. Monitor. Bei denen noch nicht. Moment. Musikproduktion, Sample, Monitor. Benötigt Forschung. Gut, okay. Da hätten wir nochmal ein neues Thema, das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Forschungsraum muss her. Hier gehen wir jetzt gerade mal ein bisschen in die Miesen. Na gut, kein Problem. Die Auszeichnungen sind da. Dann schauen wir mal. So, hier. Ja. Immer noch keiner verwiesen oder durchgefallen. Ein Club. Clubmitglieder 57. Der Orbi-Club ist der beliebteste. Super. Wie sollte es anders sein? Attraktivität können wir noch mal ein bisschen erhöhen. Zimmerprestige wird jetzt erhöht werden. Dafür gibt es Kohle hier. Das ist doch mega. Läuft. Jahresendwertung gibt es jetzt. Nee, du hast sie verpennt, du Dummtrulle. So, also Campusanforderung fürs nächste Mal. Einen weiteren Vorlesungssaal. Noch ein Musikalitätsdozent. Easy. Will er jetzt nicht so Gas geben. Wir lassen uns alle Zeit, die wir brauchen, um es hier schön gemütlich anzugehen. Wenn wir also nicht beim nächsten Mal den zweiten Stern schaffen, dann ist das so. Dann lassen wir uns eine Folge oder zwei mehr Zeit. Vollkommen wurscht. Hauptsache, das ist nicht so stressig hier, ne? Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Matze.